Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier noch den Kreisel eingesetzt. Ich habe ihn jetzt ein bisschen modifiziert. Ich habe ihn dreispurig gemacht und eine Spur davon ist für die LKWs, für die Busse bestimmt. Lustigerweise fahren da auch irgendwie normale Fahrzeuge teilweise. Ich verstehe es nicht ganz, aber vielleicht auch, weil sie dann hier abbiegen anfangen. Vielleicht. Auf jeden Fall läuft der jetzt ganz gut. Wo sind die Busse eigentlich? Da kommt ein Bus zum Beispiel jetzt daher. Schön über die Landstraße. Und donnert in den Kreisel rein. Oder der sollte direkt auch da reinkommen. Jetzt hat er natürlich den LKW vor der Nase, der da auch abbiegen will. Oder auch nicht. LKW, das ist dann aber nicht cool, wenn du nicht abbiegst. My friend hier. Ne? Ja, aber der Kreisel wird auf jeden Fall einiges unterstützen. Die Stadt ist auch ganz gut dabei. Ich glaube, wir haben nur ein bisschen, nennen wir es mal, Transportproblem. Es wollen immer noch fast 70 Leute in die andere Stadt rüberbrettern. Und ich glaube, ich habe hier nur zwei Fahrzeuge. Ob das die beste Idee war? Naja. Ich glaube, ich bestelle hier nochmal ein paar Busse. Aber das können wir rein theoretisch sogar direkt über die Anbindung machen hier. Zack. Da fahren doch sogar 4 Busse schon. Habe ich hier nicht... Ich habe hier blöde 4 Busse eingerichtet. Wie viel wollt ihr denn noch? Kriegt halt nochmal 2. Rein damit, klonen. So. Sind die auch auf dem Weg? Schau mal, jetzt will ich mal gucken. Wir haben doch hier solche schönen Tools eigentlich. Assets und so Zeugs. Oder ich kann doch hier rein theoretisch auch ein bisschen was bestimmt platzieren. Okay, jetzt kann ich natürlich... Ja, nee. Das ist jetzt irgendwie nicht so das, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, wir tun mal hier außenrum noch so ein bisschen lassen, ein bisschen Steine entfernen und dann noch 1-2 Bäumchen rein. Tram 16 ist sehr schlecht im Zustand. Dann wird die geklont und die alte wird verkauft. So. Problem gelöst. Und jetzt setzen wir da einfach noch ein paar Bäumchen rein. Machen wir es relativ simpel. Dann schaut das ganz nett aus da in der Mitte. Und hat seinen eigenen Charme. Na, die Stadt aber läuft, glaube ich. Oh, der macht ganz schön Minus. Wie schaut's mit dir aus? Macht auch Minus. Okay. Wie schaut's mit dir aus? Du machst Plus. Du bist hier vollkommen am Werken wie sonst noch was. Aber ja. Was will man denn anderes sagen? Wir haben schon die LKWs Brot für Bottrop machen Minus. Die Tram hier macht Minus. Die ganzen LKWs auch. Der Bus macht Minus. Und dann unsere ganzen Busse hier. Also, man sieht schon, wir machen eigentlich relativ viel Minus mit den verschiedenen Fahrzeugen. Aber am Ende kommt so viel Plus wieder raus, wenn wir anschauen. Die Flugzeuge machen fast 100 Millionen Plus. Der Zug macht 20 Millionen Plus. Wo haben wir denn jetzt unsere Standardrouten? Hier, Fernverkehr 1 macht 33 Millionen, Fernverkehr 2 macht 18 Millionen. Es lohnt sich am Ende schon wieder, wenn, sagen wir mal, der hier mit denen hier ausgeglichen werden kann. Am Ende macht sie irgendwie doch immer wieder ein bisschen Plus. Man muss es halt immer von der einen und anderen Seite sehen. Leute, wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir hier am besten fortfahren und wie sich das am besten fortsetzt. Der LKW macht zum Beispiel jetzt ein Plus. So, hier haben wir einen Weizen für Kühe. Okay. Es fehlt ja eigentlich nur noch eine Stadt im Anschluss oder zwei sogar, ne? Die zwei hier. Die müssten wir ja rein theoretisch noch anschließen. Wenn ich mir das angucke, wir haben hier aber schon...
Zwei nur besetzt, das geht. Zustand mehrerer Fahrzeuge ist schlecht. Ja, ihr müsst einfach alle geklont werden und dann verkauft werden. Das ist meine neue Methode. Ich tue die einfach alle klonen. Das geht eindeutig schneller und es kostet mich weniger Zeit. Wenn ihr jetzt anschaut, oh Gott, das ist ja mega Aufwand schon wieder. Einfach alle klonen und verkaufen dann. Ach komm, wir tun euch gleich auch verkaufen. Klonen und verkaufen. Ihr geht noch. Ehrensebus, selbst der ist schon schlecht. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wie schaut es mit unserem Fernverkehr aus? Au. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für Reformationas. Für neue Maschinas. Und ich denke da an ein ganz anderes, ganz anderen Look mal zur Abwechslung. Wir nehmen die Maschine hier und dann brauchen wir Passagiere. Und hier würde ich jetzt gerne andere Waggons nehmen. Wir haben hier oben ja noch welche, aber die sind nicht so schnell ausgerichtet. Die Wegen dürfen nicht so schnell fahren. Das ist kacke. Maximal 130. 200. 160. 200. Das sind echt nur die, die ausgerichtet sind da drauf. Naja, wenn, dann machen wir das jetzt selber, weil wir brauchen ihn in bestimmten Längen. Das wäre natürlich schon geil irgendwie. Aber die können zu wenig transportieren, wie schaut es mit dir auch? Auch nicht so viel. Weißt du was, wir werden es aber mal machen. Wir werden jetzt zwei Klasse 1 Wegen dranhängen. Dann schon, dass wir eine so große Flotte wie noch nie hatten. Wo sind die jetzt hin? Wo sind die neuen Maschinen? Holy shit, warte mal, den will ich mir jetzt angucken. In Normalzeit, wenn er hier durchbrettert. Das ist ein Biest, was wir jetzt haben. Passt auf, da kommt er jetzt. Holy shit. Passt das Biest überhaupt in den Bahnhof? Ich hoffe ja mal stark, weil sonst müsste ich den Bahnhof ausbauen und das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich wollen würde. Aber es schaut gut aus. Ja, schaut gut aus, der passt gerade. Oh, der passt aber gerade so rein. Aber was für eine Kapazität? 280 Personen. Wie viele sind jetzt am Ende wieder drin? Eigentlich müssten jetzt viele aussteigen und dann gleich wieder welche einsteigen anfangen. Schauen wir mal, wie viele jetzt da insgesamt reinpassen. Oder wie viele jetzt mitfahren wollen auch mit. Nur 90? Wo wollen die anderen hin? Fernverkehr 2? Euer Ernst? Wo bleibt denn Fernverkehr 2 eigentlich? Oh, hier staut sich so ein bisschen, kann sein? Nee. Er fährt jetzt wieder aus. Er schaut einfach brutal aus, muss man zugeben. Ewig groß und lang. Wahnsinn.
Aber blöde Frage, wo ist unser... Da, da sind die. Schauen wir uns mal die Fernverkehrsstrecke 2 an. Mit 3 seid ihr noch nicht ausgelastet, wie scheint, hä? Schlecht, du bist schon schlecht. Dann klonen und adieu. Also mit der Menge müssten doch jetzt die Züge vollkommen ausreichen, oder? Von wo aus fahren denn die wieder los? Da, hier. Sind die schon draußen? Oder von wo aus fahren die jetzt los? Fahren die jetzt von da unten los? Lol, nee, hä? Doch, die fahren von hier aus los. Die fahren echt von hier aus los. Die fahren vom Flughafen aus los. Please, what? Bedeutet aber auch wiederum, dass der hier vorne jetzt dann eine halbe Ewigkeit stehen wird. Haben wir auch genug mittlerweile auf Lager. Der kriegt es nicht mehr transportiert, kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier steht sehr, sehr viel, was eigentlich weg müsste. Und hier wartet schon der nächste. Warum fahrt denn ihr von da aus auch los? Ihr seid ja ein lustiger Haufen. Steht der hier? 200 und wir haben schon wieder 200 auf Lager. So, der fährt jetzt hier hoch. Jetzt muss der warten, bis der vorbei ist. Er macht noch 26 Millionen. Okay. Ah, der ballert auch durch. Über die Brücke. Und zurück ans Ziel. Und jetzt müsste doch eigentlich er losfahren können, oder? Jawohl. Jetzt zieht er raus. Und macht sich auf den Weg zurück. Alter, die ganzen Trams jetzt. Eieiei. So. Jetzt macht der sich auf den Weg. Und geht auf die Strecke. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. So, und jetzt ist er schon auf der neuen Strecke. Und stellt keine Sorgen mehr für unseren Transporter da. Aber wie viel hat sich eigentlich mittlerweile an dem anderen Bahnhof eingeschlichen? Fast schon wieder 400. Vielleicht bräuchte ich doch einen 300 Plätze großen Transporter, der sich darum kümmert. Hier stehen jetzt auch nicht viele, aber einige wenigstens. Die Stadt, wie geht's in der Stadt? Schauen wir uns das mal an. Eisfeld. Das Diagramm, es ist auf jeden Fall am Steigen der Bewohnerzahl. Haben wir das uns eigentlich jemals angeschaut? Bottrop. Das Diagramm, was wir da haben. Da sieht man's. Ha! Da sieht man meine Umbauarbeiten. Zack, runter und dann ging es instant wieder rauf und auf einen neuen Peak sozusagen rauf. Also die Städte, die wir mittlerweile bewohnt haben, die sind auch gut gewachsen. Die Stadt hier hat sich jetzt, ja, nicht wirklich was verändert, finde ich. Aber wir haben ja auch erst letztens deren Bevölkerung oder deren Transportmöglichkeiten erhöht. Habt ihr nicht mehr mittlerweile an Verkehrsmitteln auch erhalten? Doch, hier kommt noch ein Grüner. Aber da warten immer noch so viele. Ich habe doch extra mehr Busse bestellt. Da sind noch einige. Trotzdem sind die Stationen, wie scheint, überlastet. Hm.
Das ist die Überlegung, soll ich da aus einem Tram. Wie schnell sind Trams? Warte mal, wir haben noch hier eine Tram-Spezialstadt. München ist ja schon seit langem eigentlich eine unserer besten Tramstädte gewesen und hat dementsprechend auch ein Tram-Depot. Wie schnell sind Trams? 70. Und haben eine Kapazität von 40. Das geht. Ein Tram auf der Autobahn wäre jetzt auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen, naja, interessant, würde ich es mal nennen. Aber ja. Nächste Straßenfahrzeug ist schlecht. Langsam geht es ja nur hier auf im Standhalten, weil alles so überfüllt ist. Aber ich habe das Gefühl, der Bahnhof hat mehr Leute mittlerweile. Fast 200 Leute, die hier sind. Und noch keinen Zug in Anmarsch. Sü, wo seid ihr alle? Da ist einer. Und wie voll bist du? 160 Leute transportiert er schon. Okay, und da kommt der nächste. Mit 75 Leuten drin. Nö, die Städte laufen gut. Hier warten auch. Oh, hier warten. Ja, guten Tag. Wie viele Leute warten hier an der Busstation? 60. Wie viele Busse fahren durch diese City durch? Schauen wir uns mal die Linienstrecke-Info an. Rattingen. Wo ist denn Rattingen wieder? Ich glaube, ich bin drüber geschossen. Die Rattinger Busstation hier. Bus Rattingen. Hat eigentlich schon 4. Ich verdoppel mal deren Anzahl. Interessiert mich natürlich, wo zur Hölle kommen jetzt die Busse her? Ah ne, die haben ja die Station vor Ort. Genau, da war was. Die haben ja deren Station direkt vor Ort. Da macht es ja keinen großen Unterschied. So, jetzt seid ihr dann so überlastet, aber auch. Also, jetzt darf da nichts mehr falsch laufen. Die Station hat auch schon wieder genügend Leute dran. Ja, schaut auch eigentlich ganz gut aus. In der nächsten Folge werden wir mal schauen, was wir noch alles machen können. Wir sind eh mittlerweile sehr gut, denke ich, von unserem Stand her. Wir haben eigentlich jede Stadt mittlerweile angeschlossen, außer die zwei hier. Ich glaube, das ist für nächste Woche noch ein Plan. Und ja, dann schauen wir mal weiter, ob wir noch hier was weitermachen können, ob wir was abändern können oder ob wir sagen, das war's. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.